Nächste Runde, neue Runde, neues Glück in Silverstone, Großbritannien. Nachdem ich jetzt halt diese ganzen Rundkurse weg habe, wo man gegen eine Bande fahren kann, habe ich endlich wieder ein bisschen mehr Platz auf der Strecke. Und das möchte ich doch gerne hier in Großbritannien zeigen. Ist auch eine schöne Strecke eigentlich. Viel Speed kann man hier geben, ihr kennt sie alle. Und von daher gucken wir mal, wie das jetzt geht mit unserem Auto, mit der Entwicklung. Ich habe wieder ein, zwei Teile noch, die wir entwickeln müssen. Die ist jetzt auch gerade im Gange, die Entwicklung. Die sollten dann alle bis vor Österreich oder nach Österreich fertig werden. Wir haben ja jetzt so eine kleine Europatour. Ja, Silverstone. Ich glaube, der nächste Grand Prix, ist das sogar schon Österreich? Oder Frankreich? Ungarn ist dann auch noch mit dabei. Also auch wieder die Chance realistisch, wenn wir hier unser Auto halbwegs gut auf der Strecke behalten. Ja, entweder aufs Podium zu fahren oder generell Punkte zu holen. Das ist ja eh das Ziel diese Saison. Ein paar Punkte zu holen, egal auf welchem Platz. Die Stelle hier, die nehme ich auch im Training und im Blitzqualifying besser als im Rennen dann. Ja, merkt euch meine Worte. Das wird so meine Problemzone werden. Hier dann auf der langen Geraden bin ich gespannt, da wir jetzt ja fast dann maximale Spaltbreite haben bei dem DRS. Bin ich mal gespannt, ob man das auch wirklich merkt. Von der Geschwindigkeit her und von der km/h-Anzahl. Letzten Kurven und dann dürfte das wieder die Pole Position sein. Zum zweiten Mal vor Sainz, ganz knapp. Letzte Kurve und reicht für die Pole Position. Sehr schön. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Die einzig wahre, Perez und Carlos Sainz. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Auch schön, dass die drei Lokalmatadoren direkt hintereinander sind. Für Verstappen ist das, denke ich mal, ein bisschen enttäuschend, dass er nur Fünfter wurde. Aber der kann im Rennen auch wieder einiges aufholen, von daher... Labern wir nicht lange, starten wir rein, auf geht's. Gibt es den nächsten Start Zielsieg oder werden wir ganz hinten durchgereicht? Die beiden Möglichkeiten gibt es. Der Start ist auch ganz, ganz entscheidend, vor allem die ersten beiden Kurven. Die ersten Abschnitte werden ganz, ganz entscheidend. Ja, halbwegs guter Start, Sainz versucht schon mal. Aber ich mache eben die Tür zu, er ist immer noch da, zieht jetzt zurück. Und ist erstmal hinter uns. Das war wichtig, gleich in der ersten Kurve die Tür dazu zu kriegen, Perez und Sainz. Behindern sich jetzt. Verstappen fällt auch zurück. Der war Fünfter. Da ist Russell jetzt auf der 5. Und wir haben erstmal alles gut überlebt. Die dahinter. Oh, Perez an Sainz vorbei. Sollen die sich mal behaken? Sollen uns da aus dem Weg gehen? Und wir geben jetzt mal ein bisschen Speed hier. Tempo, Tempo, Tempo. Versuchen, so gut es geht, wegzuziehen. Ganz wird uns das nicht gelingen, weil wir sind noch nicht die Schnellsten auf der langen Geraden. Das Tempo können wir einfach noch nicht mithalten. Also klar, wir können es nicht konstant, aber mit ERS und so weiter klappt das schon ganz gut. Und gerade hier in diesem Abschnitt, ich habe das Gefühl, dass die KI hier auch wieder schneller ist. Dass sie uns hier wieder einige Sekunden abnimmt, aber wir nehmen das eigentlich auch ganz gut bislang. So, hier muss ich halt ERS nehmen. Hier brauche ich den Speed nochmal vor dem letzten Abschnitt, vor den letzten Kurven. Das wird auch bitter nötig, wenn die dann ERS bekommen. Aber auch immer mal ein Auge auf Verstappen. Wenn der nämlich auch nicht so viele Punkte holt, dann könnten wir theoretisch, also ja, immer mit dem Hintergedanken Weltmeister werden zu wollen, näher an ihn ranrobben, aber das wird noch nicht passieren. Das ist, denke ich, noch zu früh. Aber wir haben jetzt erstmal mit 1,32, 8,86. Die schnellste Rennrunde wird natürlich nicht so bleiben. Ich glaube, da werden die anderen auch ein bisschen aufholen. Aber Sainz ist ein bisschen zurückgefallen. Musste jetzt federn lassen. Leclerc und Sainz wird nach hinten durchgereicht. Der scheint ein Problem zu haben. Ich habe das Gefühl, Sainz hat so ein paar Probleme. Verstappen ist jetzt auch auf der 4. Russell dahinter. Gut, die werden sich jetzt alle nochmal die Klinke in die Hand nehmen, geben. Werden sich nochmal alle gegenseitig überholen. Und vielleicht haben wir hier so eine Stelle. Hier können wir eigentlich auch nochmal ERS geben bis zu der Kurve hier. Wo sich ja eins Verstappen und Hamilton rausgeschmissen haben. War das hier? Ich glaube, hier war das. Oder am Anfang? Am Anfang war ja, wo sich Guanyu überschlagen hat. Ich glaube, das war da mit Verstappen und Hamilton. Letzte Saison. Das war auch sehr, sehr kurios.
So, und jetzt hier wieder ERS, 0,7 Vorsprung. Dahinter, Leclerc muss auch schon ein bisschen abreißen lassen. Ist ein schönes Bild links, blau-rot und ganz vorne grau. Die graue Maus, die einzig wahre. Nennt mich, wie ihr wollt, auf jeden Fall bin ich in Führung. Ah, Perez, eine Sekunde. Jetzt ist wichtig mit DRS, dass er uns da nicht reinkommt. 1,29,445. Ganz stark. Ganz, ganz starke Rundenzeit, 1,29. Das war auch ungefähr das, was ich im Training gefahren bin. So, jetzt ist entscheidend. Hier 1,0, 1,1. Wird er hoffentlich nicht drin bleiben, deswegen mache ich mal weg. Ich sehe den Frontflügel nicht auf, aber ich könnte mir vorstellen, dass er es doch hat. Müssen wir immer mit rechnen. Ja, Reifen werden schön beansprucht. Bremse spät, damit ich möglichst noch mit viel Geschwindigkeit in die Kurve reinfahre. Hat alles seinen Vor- und Nachteil. So, hier holen sie halt immer wieder auf. Das könnte an der Zeit mal sehen. 1,0 jetzt. Nach der Kurve wird es noch weniger sein. Und die große Kette, die farbige Kette auf der Map, die entzerrt sich so ein bisschen langsam. Nicht gut genommen. So, und jetzt ist er da. Also hier verliere ich halt Zeit. Gut, damit muss ich rechnen. Das heißt, hier muss ich ERS vermehrt mal einsetzen. Aber auch gemacht. Auch die Schrappe-C-Fähigkeit wird dahingehend entwickelt. Die Chassis habe ich auch gerade nach dem Training nochmal eine Entwicklung beantragt. Hier war so ein Bauamt, ne? Oder wie bei einer Bank irgendwas. Gut, das heißt, Kevin ist auch noch in den Punkten, wobei die sind da ganz nah noch beieinander. Das kann ich jetzt gar nicht abzählen. Ja, und Perez, der pusht. Der sieht jetzt, der wittert seine Chance. Leclerc ist weit weg, gefühlt, 3 Sekunden von ihm. Der hat jetzt erstmal mit Verstappen und mit Sainz zu tun. Aber das kann fürs Rennen und generell für die Saison nur gut sein, gegenseitig sich zu pushen. Das wird auch in den nächsten Rennen so sein. Sowohl in Österreich, fahre ich auch gerne. Frankreich mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt. In Ungarn, da gut, das wird vielleicht nochmal eine Strecke sein, wo ich nicht so viele Punkte hole, wo ich auch kein gutes Rennen fahre. Gibt halt so Strecken, ne? Die liegen einem, hat ja Simon Harris, glaube ich, letztens geschrieben unter dem, ich weiß gar nicht, Saudi-Arabien-Video sogar noch. Ja, dass es Strecken gibt, die liegen einem, so wie Monza, Silverstone, Österreich, die liegen mir ganz gut. Und dann gibt es halt Strecken wie Monaco und ja, Aserbaidschan war jetzt nicht so gut die Saison. Aber abgerechnet wird ganz am Ende. Wir haben noch so viele Rennen, so viele Punkte sind noch zu vergeben. Da kann noch so viel passieren. Und warum nicht wir als Weltmeister ganz oben? Warum nicht? Hätte ich nichts gegen. Aber Sergio Perez, jetzt ist es gleich soweit. Der kommt mit Speed. DRS, der wird gleich vorbeifahren. Da werde ich, denke ich, keine Chance haben. Aber ist ja egal. Wenn wir uns da ein bisschen pushen können gegenseitig. Verstappen ist jetzt auch Dritter. Tausch mit Leclerc ab und zu. Und das ERS, das spare ich jetzt halt noch. Also sofern ich mich hier verteidigen kann. Aber jetzt, glaube ich, ist es soweit. Ah, Perez kommt links, zieht links vorbei. Aber ich mache innen nochmal die Tür zu. Ganz knappe Kiste. Aber ich glaube, jetzt in der nächsten ERS-Zone wird es soweit sein. Das können wir dann nicht mehr verteidigen. Vielleicht sogar schon hier vor der Kurve. Ich mache mal so ein bisschen Platz. Gebe ihm Hoffnung. Aber die Hoffnung ist ganz schnell wieder weg. Mit 280 km/h, ich glaube, das hat Red Bull im 7. Gang. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, ich auch, wenn ich so fahre, aber ich muss so fahren. Aber ich glaube, in der nächsten Runde ist jetzt Boxenstopp-Zeit. Ich versuche mich jetzt nochmal zu verteidigen, mit ERS klappt das, aber sonst geht das halt nicht. Wahnsinn, was hier für ein Tempo, das ist gut, das ist gutes Tempo, wirklich. Macht richtig Spaß, sich mit den Besten hier zu messen. Ah, bin ich jetzt so weit nach außen gekommen? Kann das Perez nutzen? Nee, kann er nicht. Noch nicht. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen.
Das wird jetzt ganz entscheidend. Er ist dran, er ist am Heck, aber kommt noch nicht vorbei. Am Dieter Thomas ist er. Dieter Thomas Heck. So, und er will es wirklich riskieren. Er riskiert das jetzt noch in der Runde vorbeizufahren. In diese unendlich lange Boxengasse. Das ist ja ähnlich wie in Frankreich. Frankreich und Silverstone, die haben so lange Boxengassen. Ich weiß gar nicht, warum. Früher war ja die Strecke hier noch ein bisschen anders. Da war die alte Boxengasse nicht so lang hier in Silverstone, glaube ich. Dann war ja hier auch Start- und Zieleinfahrt. Meine ich, ne? Genau, hier rechts ging es dann rein in die Boxengasse. Das ging dann noch. Aber jetzt die Boxengasse, die ist ja über 30, 35 Sekunden lang. Also da musst du schon einen riesengroßen Vorsprung rausfahren, wenn du als Führender in die Boxengasse fährst. Aber ist vielleicht auch so gewollt. So. Der Abschnitt nochmal, der wird nochmal ein bisschen tricky. Ah, hier habe ich einmal zu viel gebremst. Hier musst du eigentlich gar nicht bremsen. Hier musst du einfach nur vom Gas gehen. Und das wird jetzt Sergio Perez Gott sei Dank nicht nutzen können. Aber normalerweise musst du da einfach nur Fuß vom Gas nehmen. In dem Fall von meinem Zeigefinger von RT runter. So, also dann rein in die elendig lange Boxengasse. So, zack, abrupt gebremst. Und jetzt, also Sergio Perez bleibt noch draußen. Jetzt wird Verstappen reinkommen und wir fahren und gähnen. Wir können dabei noch eine Zeitung lesen, wir können dabei noch mal ein Haus bauen. Oh weia, guck mal, du bist in 11 Sekunden erstmal rum um eine Kurve. Ah, okay, da kommen schon ganz viele, machen sich bereit. Lass uns jetzt einen guten Boxenstopp hinlegen, eine gute Zeit. Boah, schön durchgefahren hier durch ein, was ist das für ein Team? Durch eine Alfa Romeo. Sehr schön, 2,3. Ich bin auch zufrieden, sehr schön. Und ihr seht, 32, 33, also du bist fast eine halbe Minute in der Boxengasse. Das ist Wahnsinn. 38 Sekunden. So. Oh, habe ich jetzt hier eine Strafe? Nein. Weil normalerweise darf man doch erst hinter der weißen Linie fahren. Aber gut, anscheinend interessiert das die FIA auch nicht. Die guckt immer weg. So, und jetzt vorne von der Seite, das müsste ganz knapp reichen. Gegenüber Sergio Perez. Na, so rechnet mal so 40 Sekunden. Führender. Wir stellen dir die Frontflügelflaps auf minus 1 ein. Einstellen der Flaps auf minus 1 beim nächsten Boxenstopp. Nein! Mann, ich hab doch nicht gesagt, Flügel nach unten, du Trottel. Ja, Jeff versteht wieder nur das, was er verstehen will. Der ist total beratungsresistent. Schade, ich hätte jetzt gerne mal die den Gesamtrückstand gesehen von hier auf den Führenden. Also Sergio Perez ist jetzt in der Boxengasse. Der fährt jetzt rein. Versucht das mal mit der Rundenzeit zu berechnen. Eins, gut, das ist egal, aber 40 Sekunden ungefähr. Boah, das wird ganz eng. Das wird ganz eng. Kevin ist an die Box gefahren. Kevin ist jetzt an der Box. Vor allem, weil Sergio halt ganz vorne... Aber es ist ja egal, ne? Die einen haben vorne ihr Lager, die müssen dann länger raus und die anderen, die müssen halt länger in die Boxengasse fahren. Haben dann einen kürzeren Ausweg. So, jetzt ist entscheidend. Bisschen reingechoked. Sergio Perez ist draußen, das wird ganz, ganz eng. Sollte aber knapp reichen. Gucken wir mal, da kommt er rausgefahren und es reicht ganz knapp. Da ist er. Boah. Handgestoppte 0,5 Sekunden. Ja, also so wie als wir in die Boxengasse reingefahren sind. Stark. Also jetzt wird es ein Zweikampf zwischen Sergio und mir. Um den Rennsieg. Leclerc, Verstappen, Norris dahinter, der war auch noch nicht in der Boxengasse. Oder er war es und der fährt einfach gut. Er ist nämlich auch auf dem aufsteigenden Ast. So ein bisschen was wie der Newcomer. Oder Rising Star. Mit McLaren, die haben auch eine gute Entwicklung. So, Vorsicht, wir haben jetzt nämlich den Vorsprung, den wir brauchen, dass er nicht ins DRS reinkommt. Das heißt, wir könnten eventuell ein bisschen mit ERS uns von ihm entfernen, wenn ich hier gut durchfahre. Wenn er hier keine Zeit aufholt, aber das macht er halt, das ist schade. Gut, er kommt aber nicht rein. Das heißt, wir haben jetzt erstmal 1,2, 1,3 Roundabout Vorsprung. Sehr, sehr gut, Vorsicht, genau. Ja, da nimmt alles so seinen gewohnten Lauf. Ist komisch zu sagen, aber wir fahren echt mittlerweile vorne mit. Noch nicht ganz vorne. Sonst würde ich ja jetzt jedes Rennen gewinnen. Das mache ich ja nicht, aber
Wir sind auf einem guten Weg dahin. Und ob es vielleicht dieses Jahr schon zur Sensation reicht oder ob wir es dann nächstes Jahr mal anpeilen, das kommt auch immer ein bisschen auf die Entwicklung des Autos an. Aber die ist bislang super. Also die Teile, die werden auch schneller fertig. Also ich habe wenig fehlgeschlagene Teile, vielleicht 1, 2. Letztes Jahr war es ein bisschen extremer. Da musste ich ja öfter die Teile nochmal beantragen und musste noch länger warten. Das ist, glaube ich, dieses Jahr nicht so. So vom Gefühl her. Und auch die Männer von Red Bull schaffen die schnellste Rennrunde nicht. Ne? Normalerweise peilen die ja das nochmal an. Aber bislang zero Chance. So, jetzt haben wir schon 1,4 Sekunden um die Zeit hier. Achtung. Ganz gefährlich, wenn man da auf dem Rasen fährt. 1,3 und wieder gepusht. Mit ERS, dass wir Vorsprung haben vor Sergio Perez. Der fährt dann auch ein bisschen schmutzige Luft wieder spazieren. So, und dann werden jetzt gleich die letzten 3-4 Runden eingeläutet. Und es kann eigentlich nichts schief gehen. Wenn wir wirklich so konstant jetzt bis zum Ende gut durchfahren, dann haben wir auch dieses Rennen hier gewonnen nach Imola. Und dann können wir diesen kleinen Ausrutscher aus Baku wieder wettmachen. Wobei haben wir ja eigentlich schon mit dem Rennen in Kanada. Ich glaube genau Baku, dann Kanada, jetzt Großbritannien und dann glaube ich ist schon Österreich. Ich bin klar der Meinung und ich denke, dass Österreich kommt, dann kommt Frankreich und dann Ungarn. Ja, da wird schon mal nochmal ganz schön happig. 1,7 noch holt er nicht alles raus. Und Norris sehe ich ist, ich dachte der ist vor Magnussen, aber das ist dann Ocon. Aber Magnussen hält sich auch in den Top 10, das ist gut, das ist auch immer gut fürs Team. Fahrerkonstrukteurswertung. Was haben wir uns da letztes Jahr mit abgekrebelt, ey, wirklich. So, und wieder ERS, jetzt haben wir schon 1,5 Sekunden, also wir steigern uns von Runde zu Runde. Wir entfernen uns von Perez, der hat halt echt das Problem mit DRS. Und ihr seht, rein vom Speed her können wir also auch uns Red Bull jetzt mittlerweile ja vom Leib halten, wenn er nicht im DRS-Fenster ist, muss man immer mal dazu sagen. Aber wir machen uns auch nicht kleiner als wir sind. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, auch 1,30, 1,29, das sind gute Rundenzeiten nach wie vor. Hätte ich nie gedacht, ey, dass wir uns mal in solchen Sphären hier bewegen. Dass wir souverän bislang vom Start weg, Blitzqualifying auch richtig gut, vom Start weg ein paar heikle Situationen überstehen, die Angriffe von unseren Gegnern verteidigen. Und dass wir kurz vor unserem nächsten Sieg hier stehen mit Haas und uns dann weiter oben ran pirschen an Verstappen und vor allem an Perez, aber ich glaube Verstappen führt noch, oder? Nee, Perez hat die Führung übernommen, genau. Weil Verstappen das eine Rennen ausgeschieden ist, hat Sergio Perez die Führung übernommen. Aber ich spiele da mittlerweile auch mit. Im Konzert der Großen. Oh, Achtung. Das kann mir natürlich das Rennen wieder zunichte machen, wenn ich hier solchen Mist baue. Und dadurch kommen die anderen nochmal ran. Also er ist wieder neben, zack, auf der langen Geraden, bisschen gepusche. Und dann haben wir gleich noch zwei Runden. Zwei Runden. Nochmal voller Fokus, volle Konzentration. Und dann fahren wir bislang echt super. Liegen gut auf der Strecke. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Das Publikum ist da. Nur Jeff versteht mich mal wieder nicht. Reifen werden auch ein bisschen beansprucht, aber das ist okay. Ich merke jetzt nicht irgendwie, dass ich Gripverlust habe. Wenn wir mal kurz gucken hier, 20%, das ist völlig okay. Das ist gut, Rennen ist eh gleich vorbei. Temperatur, Getriebe ist bei 44%, das könnte also auch noch ein bisschen besser sein. Das könnte man vielleicht auch dann nochmal austauschen, aber gut, das
interessiert jetzt für dieses Rennen nicht mehr. Dann vielleicht für eine der nächsten Rennen. 2 Sekunden jetzt schon. Also ihr seht, auch mit dem reinen Speed, wir schaffen es, uns zu verteidigen. Wahnsinn, schön zu sehen mittlerweile. Und er sieht jetzt auch bei bestem Willen nicht dabei danach aus, als ob Sergio da jetzt noch irgendwas dran ändert. Auch nicht in der letzten Runde. Sah gerade so aus, als ob der rausfliegt. Aber es sieht gut aus. Gutes Tempo, gut über die Curbs. So, und jetzt. Er ist auch nochmal für die letzte Runde aktiviert, damit wir hier auf Nummer sicher gehen. Und dann biegen wir gleich ein auf die finale Runde hier in Silverstone. Versauen den 3 Lokalmatadoren hier das Heimrennen. Holen unseren nächsten Sieg, hoffe ich. Mit der besten Rundenzeit. Ich glaube, das wird Red Bull jetzt auch nicht mehr anpeilen. Die sind froh, wenn sie Zweiter, Dritter machen. So, also los. Letzte Runde. Vielleicht schaffen wir ja nochmal unsere Bestzeit zu überbieten, aber wichtiger ist jetzt, nichts anbrennen zu lassen. Da ist mir jetzt die beste Rundenzeit egal. Die haben wir ja schon. Um die nochmal zu verbessern. Mit Mediums wird das schwer. 2,5, die anderen haben wir auf 10 Sekunden vor. Das ist stark. Das ist, ich möchte schon fast sagen, so eine Art Machtdemonstration. Das Aufmucken des Kleinen. Um den Großen mal ein bisschen in die Suppe zu spucken. So, ihr seht bislang Sektor 1. Langsame Zeit. Wir müssen halt mit Softs unterwegs sein. Mittlerweile 3 Sekunden schon. Wir machen das gut mit dem ERS. Das hält jetzt auch bis zum Rennende. Spielt uns auch wieder in die Karten. Also es ist ganz, ganz viel Gutes bislang für uns. Den einen Ausrutscher in Aserbaidschan vergessen war. Denn die anderen Rennen waren umso besser. Das überstehe ich ja auch ohne Dreher. Also es sollte für den nächsten Sieg hier in Silverstone reichen. Ist immer noch ein Märchen hier mit Haas. Road to Glory auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Wann es soweit sein wird, das kann ich euch nicht sagen, aber irgendwann wird es soweit sein. Heute haben wir schon mal einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Letzten Kurven hier. Sergio Perez holt mich nicht mehr ein. Verstappen wird Dritter. Und wir holen den Sieg in Silverstone. Sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Das Haas-Team ist zweifellos zufrieden mit der heutigen Leistung, denn damit haben sie dieses Wochenende den Sieg errungen. Und genau in diesem Moment begeben sich die Fahrer für die Siegerehrung auf das Podium. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dieses Ergebnis wird Sergio Perez glücklich machen, denn er baut seine Führung in der WM weiter aus. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ich sehe noch, Leclerc, der Sack, hat mir noch die schnellste Rennrunde weggenommen. Das muss in der letzten Runde gewesen sein, weil bis dahin hatte ich sie noch. Norris, Hamilton und Russell nach wie vor hintereinander. Wir vorne
vor Sergio Perez und Verstappen. Klasse Ergebnis. Klasse Ergebnis, super Rennen. Dadurch sind wir Dritter, haben nur noch 53 Punkte Rückstand. Wir kommen immer näher, überholen Leclerc damit. Und mit Haas sind wir weiterhin Dritter. 164 Punkte, schön. Schön zu sehen, die meisten davon natürlich durch mich. Aber Magnussen darf man auch nicht vergessen, 16 Punkte. Ja, ohne die 16 Punkte wären wir Vierter. Und das sähe dann nicht so schön aus. Also, gute Arbeit, sehr, sehr schön. Nächster Sieg, so kann es gerne weitergehen. Und auch das ist wieder ganz wichtig, Duell mit Russell oder gegen Russell gewonnen. Heißt, es steht hier 17 zu 13 für uns. Drei verbleibende Rennen noch, dann kriegen wir wahrscheinlich einen neuen Konkurrenten. Ich hoffe, dass wir das gewinnen. Neue Fahreranerkennung haben wir auch, 13 mittlerweile, also Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir fahren halt auch echt gut, ne? Man muss das auch dazu sagen. Wir haben auch mittlerweile ein sehr konkurrenzfähiges Auto, wenn ich da an letztes Jahr denke, was wir uns da abgekrepelt haben. Ich habe gesagt, letzte Saison schon, hoffentlich werden wir irgendwann mal nächstes Jahr um die Zeit, Triebwerksabteilung, ein bisschen besser sein. So, die Stiftung respektiert, dass du dich um das Team kümmern musstest und das Team ist dankbar für die Aktivität. Also Moral um 20% gesteigert. Ich sage ja, zu so einem Wohltätigkeitszweck kannst du immer noch mal gehen. So, Österreich ist jetzt angesagt. Bisschen in die Berge. Kraftstofflussregler, sehr schön. Beim nächsten Rennwochenende werden sie am Red Bull Racing Ring, also Heimspiel für Perez und Verstappens Team. Da hat sogar jemand, habe ich mal gesehen im Training natürlich, mit Abkürzen und so weiter und so fort, hat der tatsächlich eine Rundenzeit von unter einer Minute geschafft. Also hier hast du ja eh maximal eine Rundenzeit von 1,2, 1,3 oder so, whatever. Das war sehr, sehr erstaunlich zu sehen. Aber der hat natürlich abgekürzt und ist überhaupt, ne? Also hatte im Prinzip von Anfang an eine ungültige Rennzeit. So, Entwicklungsvergleich. Was sind wir denn hier? Grau. Oh, schaut mal die Entwicklung an. Von Spanien an bis Österreich oben. Wir sind jetzt über 700. Hinter McLaren, hinter Ferrari und Verstappen. Ja, hinter Ferrari und Red Bull. Aber die sind gut. Noch in ihrer eigenen Liga. Aber wir sind denen auf den Fersen. Ja, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas verbessern können. Hier hat sich ja, glaube ich, irgendwas getan, genau. Ah, ECU. Was ist denn ECU? Lass mich mal schauen kurz. Hier, was ist ECU? Beschreibung. Kann neu programmiert werden, um das Verbrennungsluftverhältnis besser zu koordinieren und so die Effizienz zu steigern. Okay. Ich glaube, wir können... Nee, ich muss das nach dem Training machen. Ich kriege ja nach dem Training immer Ressourcenpunkte und da muss ich dann halt schauen, dass ich da dann nochmal Sachen entwickle. Ihr seht rechts, Leistungsvergleich. Wir sind auf einer Höhe, wenn das alles fertig ist, mit Ferrari. McLaren dahinter. Also vorne, das spitzt sich da alles zu. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Saison noch verläuft. Wenn diese drei Sachen hier fertig sind, die sind halt nach dem nächsten Grand Prix fertig. Vielleicht vor Frankreich noch, weiß ich gar nicht. Wann fahren wir denn da? Habe ich irgendwo mal einen Kalender? Nee, ne? Ich habe keinen Kalender. Das ist so ein bisschen schade. Hier, ich kann nur Saisonergebnisse gucken, aber... Oh, drei Siege schon, genau. Imola und jetzt zwei Siege hintereinander. Stark. So. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Schaut mal, vielleicht letzte Saison 73 Punkte, da haben wir jetzt schon 148. Und der eine 12. Platz an Aserbaidschan, den ignorieren wir mal. So, bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Grand Prix in Österreich. Ciao, ciao.